Ramadan. Welcome, holy month, Ramadan. Welcome, Ramadan. Hallo und Salam, herzlich willkommen bei Atlasküche. Es ist echt Wahnsinn, dass die Zeit so schnell verflogen ist, denn Ramadan neigt sich dem Ende zu und das Eid-Fest steht vor der Tür. Und deshalb gibt es ab heute nur Gebäckideen für Eid. Ich fange heute mit einem Gebäck an, das bei uns an Eid zum Frühstück serviert wird, nämlich Reif oder Msimmen. Oh Gott, da haben wir schon wieder mit den Namen. Jedenfalls ist es ein mit Honig überzogenes Gebäck. Ich zeige euch in diesem Video die schlichte und einfache Art und Weise der Zubereitung, denn normalerweise werden sie eigentlich mit so einer Mandelmasse gefüllt. Ich persönlich präferiere diese Variante, weil sie schon so schön zart und von außen schön knusprig ist. Bei uns gibt es Ezig-Gebäcksorten, unter anderem mit Mandelnfüllung, und von daher kann dieses Gebäck ruhig simpel sein. Also hier kommen jetzt die Zutaten. Wir benötigen dafür Mehl, Salz, Backpulver, Vanillezucker, etwas Safranpulver, der dient mir hier nur als Lebensmittelfarbe und ist geschmacksneutral. Dies ist aber optional, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch weglassen. Essig dient hier als Lockerungsmittel quasi und sorgt dafür, dass der Teig schön zart wird. Den schmeckt man aber auch überhaupt nicht raus. Außerdem benötigen wir noch Wasser oder Milch, das geht beides, und weiche Butter. Zuallererst gebe ich alle trockenen Zutaten sowie das Essig in einer Schüssel, gebe wie immer in kleinen Mengen das Wasser hinein und knete zunächst alles, bis der Teig sich zu einer Kugel geformt hat. Gebe dann die weiche Butter hinzu und knete sie unter. Und von hier an lasse ich den Teig 5 Minuten kneten, bis halt eine schöne glatte Masse entsteht. Wenn der Teig geknetet ist, forme ich daraus kleine Kugeln. Um sie möglichst gleich groß zu bekommen, wiege ich sie ab, 60 Gramm pro Kugel, schleife sie rund und lege sie anschließend auf ein gefettetes Tablett. Jetzt decke ich sie noch mit Frischhaltefolie ab und lasse sie noch weitere 5 Minuten ruhen. In diesem Schritt forme ich aus dem Teig kleine Taschen, dafür die Teigkugel mit den Fingern dünn ausbreiten. Die Hände sollten dabei mit Öl leicht eingefettet sein und anschließend zusammenlegen, wie im Video zu sehen ist. Wichtig ist, dass die Enden komplett auf den Kanten aufeinander liegen, damit sie uns nicht beim Backen wieder aufgehen. Die Teiglinge dann einfach auf ein Blech legen, das ebenfalls eingefettet ist, und einfach mit dem Rest fortfahren. Wenn der Schritt dann getan ist, geht es dann auch schon direkt weiter. Und nun backe ich die Msimmen in Öl aus. Das habe ich zwischenzeitlich erhitzt. Bevor ich aber die Msimmen frittiere, drücke ich sie vorher noch ganz leicht, aber wirklich nur ganz sanft an und forme sie noch etwas zurecht. Dann vorsichtig anheben und sofort im heißen Öl baden lassen.
Von beiden Seiten goldbraun frittieren und wenn sie dann fertig sind, einfach auf Küchenkrepp legen und abtropfen lassen. Die gesunde Option wäre, das Ganze im Backofen zu machen, dafür den Simmen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, dazwischen immer Abstand halten, weil die sich ja noch ein bisschen vergrößern werden, die Oberfläche mit flüssiger Butter bestreichen und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze goldbraun backen. Nun sind meine Reihe fertig frittiert und noch recht heiß. Die habe ich hier dicht nebeneinander platziert, um Honig noch drüber zu träufeln. Viele legen die Teilchen direkt nach dem Frittieren in Honig, so ähnlich wie bei Schbeckia. Aber ich mag es, wenn sie den Hauch von Honig abbekommen und noch so an manchen Stellen recht knusprig bleiben. Deshalb beträufle ich sie jetzt einfach nur mit Honig, gebe anschließend noch Mandeln drüber. Eigentlich wollte ich Mandelplättchen nehmen, aber hatte leider keine mehr da. Deshalb musste ich improvisieren und griff einfach nach gehackten Mandeln. Es geht natürlich auch mit anderen Nüssen, genauso gut Walnüsse, geröstete Haselnüsse oder Erdnüsse, wenn ihr sie verträgt. Also da richtet ihr euch einfach am besten nach eurem Geschmack. Hier noch ein paar Tipps, wenn ihr sie frühzeitig zubereiten wollt, dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Also entweder ihr bereitet sie am gleichen Tag vor und geht bis zum letzten Schritt und bewahrt sie, bis ihr die serviert in Tupperdosen oder bedeckt sie mit Frischhaltefolie. Oder ihr wollt eine große Menge herstellen, dann könnt ihr die Teiglinge in einer Gefrierdose schichten, dazwischen immer Backpapier auslegen, damit sie nicht aneinander kleben und einfrieren. Im rohen Zustand quasi. Da die keine Hefe enthalten, lassen die sich problemlos einfrieren und einfach am gleichen Tag frisch backen, allerdings noch im gefrorenen Zustand. Die müssen also nicht erst aufgetaut werden, sonst weichen die euch ein. Oder aber ihr friert sie nach dem Frittieren bzw. nach dem Backen ein und vor dem Servieren nur noch mit Honig beträufeln und mit Mandeln oder anderen Nüssen bestreuen und servieren. Diese Möglichkeit habt ihr auch. Und ja, das waren die Tipps. Ich hoffe, sie waren soweit hilfreich. Und das war's aber auch schon mit diesem Rezept. Wenn ihr sie also nachmachen wollt, dann geht auf atlasküche.com. Dort findet ihr natürlich die genauen Mengenangaben mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch jedenfalls noch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss!